Zombie Apocalypse. So, der Atemschutz-Notfallkoffer, der sollte jetzt wieder vollzählig sein. Da hat anscheinend ein wenig was gefehlt. Und das habe ich jetzt einfach mal ein bisschen aufgefüllt. Und dann können wir mit diesem Fahrzeug auch schon wieder zum nächsten Einsatz brettern. Ja, und damit grüße ich euch hiermit recht herzlich zurück zu einer neuen Folge vom Landwirtschaftssimulator 17 mit der Feuerwehrmod. Mein Name ist Robin oder wie die meisten Leute auch unter meinen Videos schreiben, Paule. Ich bin heute wieder unterwegs in Wassel, in der Berufsfeuerwehr von Wassel. Und wir haben heute erstmal die Aufgabe, unsere Fahrzeuge zu warten. Aktuell bin ich gerade wiedergekommen, das darf doch nicht wahr sein. Ich bin gerade wiedergekommen von einer Inspektion. Das HLF war wieder fällig und da meinten die Leute wirklich, was machst du hier? Du kannst eigentlich wieder abhauen und losdüsen. Ich dachte mir so, okay, könnt ihr euch bitte das Fahrzeug anschauen? Und dann meinen sie, ja, haben wir natürlich gemacht. Ölwechsel war fällig, das haben sie denn gemacht. Und dann meinten sie nur noch, ihr könnt das Fahrzeug wieder einsatzbereit stellen in eurer Feuerwache. Und dann habe ich so gedacht, okay, super. Also das ist natürlich wunderbar, dass das wirklich so fix geklappt hat. Und ich muss jetzt gerade sagen, ich bin gerade auch so ein bisschen in Stress, denn wir haben soeben einen neuen Einsatz reinbekommen. Dieser Einsatz ist gerade voll im Gange, denn eine Ortsfeuerwehr ist dort schon vor Ort. Und was das für ein Einsatz ist, liebe Leute, das werdet ihr gleich erfahren. Ich werde erstmal mit einem Fahrzeug hinfahren, das, denke ich mal, gar nicht mal so verkehrt wäre. Denn wir haben umliegend von Wassel eine Firma, ein Gelände. Ich weiß gar nicht, wie ich euch das jetzt erklären soll. Ihr seht ja da hinten, da qualmt irgendwas. Das ist sozusagen ein Kühlturm. Und bei diesem Kühlturm ist soeben vor ein paar Stunden ein Fehler aufgetreten. Und dieser Fehler hat verursacht, dass es einen technischen Defekt gab. Und wiederum dieser technische Defekt führte zu einem Brand. Ja, und jetzt brodelt es gerade dort hinten auf diesem Firmengelände. Dieser Kühlturm steht aktuell im Brand und wir rücken jetzt erstmal aus mit unserem TLF von der Berufsfeuerwehr von Wassel und werden jetzt erstmal dorthin fahren. Dann werden wir hoffentlich auch schon weitere Einzelheiten klären. Also ich bin so ein bisschen durch den Wind gerade. Also das muss ich wirklich mal dazu sagen, denn ich meinte erst im letzten Video, also was wir jetzt bisher schon für Einsätze hatten, das ist wirklich einfach nur krass. Also das ist nur noch verrückt alles, was wir hier so reinbekommen. Und gerade so ein Kühlturm, der hat es natürlich auch immer in sich. Also ich hoffe, das wird jetzt hier alles sehr, sehr schnell ein Ende nehmen. Aber deshalb, wir sind natürlich vor Ort und freuen uns natürlich, dass die Nachbarfeuerwehr auch schon dort ist. Sie sind schon aktuell dabei, diesen Brand zu bekämpfen. So, dann schauen wir uns das am besten mal an. Jetzt sind wir genau vor diesem Kühlturm. Der qualmt oben auch ein bisschen schwärzlich. Also man könnte meinen, das ist grau. Dann sind wir erstmal mit der Berufsfeuerwehr von Wassel mit einem Fahrzeug vor Ort. Und werden jetzt erstmal die Lage erkunden. Ihr seht die Freiwillige Feuerwehr, hier der Nachbarfeuerwehr. Ich sage euch ganz kurz den Namen, ich habe den schon wieder vergessen. Göppingen ist hier schon vor Ort. Mit einem Löschgruppenfahrzeug und einer TMB. Also das sind wirklich Vollprofis. Die haben jetzt auch hier die beste Technik vom ganz Umkreis von Wassel. Das ist schon ganz schön heftig. Aber ihr seht hier auch gerade gar keinen Brand. Ihr seht da oben nur gräulichen Qualm bzw. Rauch. Also wir gehen mal ganz kurz hier hinter. Das wurde uns natürlich schon gemeldet. Hier hinten brennt es. Es brennt sozusagen in diesen Kühlturm. Und anscheinend gab es auch so eine kleine Explosion, das hat dann sozusagen hier einzelne Steine aus der Fassade gerissen. Also das ist natürlich jetzt unsere Aufgabe, erstmal hier klar Schiff zu machen und diesen Einsatz hoffentlich erfolgreich abzuschließen. Also das ist für uns jetzt auch gerade Neuland, so einen Einsatz hatten wir bisher auch noch nicht. Aber ein Glück haben wir natürlich auch eine Nachbarfeuerwehr mit einer TMB. Also das ist natürlich sehr, sehr wichtig, gerade jetzt in diesem Fall, damit wir erstmal
einen Überblick verschaffen können. Aber man muss dazu sagen, der Kühlturm ist noch ein wenig höher, als die TMP sich ausfahren kann. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Aber trotzdem heißt es für uns, wir werden jetzt erstmal ausrücken mit unseren Fahrzeugen. Und wir machen das am besten mal so, dass ich jetzt mal wieder die Follow-Me-Mod benutze. Das ist ja, glaube ich, schon ein bisschen her, als ich das letzte Mal benutzt habe. Aber ich dachte mir so, die meisten Leute möchten das ja sehen. Und ich habe mir dann überlegt, komm, das machen wir jetzt einfach mal. Nehmen jetzt am besten mal wieder die Follow-Me-Mod und fahren jetzt zu diesem Art Großeinsatz. Denn ich muss dazu sagen, die Berufsfeuerwehr von Basel ist jetzt wirklich sehr häufig gefragt. Und auch gerade bei solchen Einsätzen sind wir natürlich auch zu Stelle. Denn es ist natürlich ein Brand, den wir bisher in diesem Ausmaß noch nicht hatten. Aber ich denke mal, damit werden wir auch noch zurechtkommen. Deshalb werden erstmal fast komplett alle Fahrzeuge aus der Wehr zu diesem Einsatz fahren. Warum ich es schon wieder sage, fast. Also ich möchte natürlich jetzt nicht alles komplett hier mitnehmen. Denn wir müssen natürlich auch einsatzbereit sein, auch für andere Einsätze. Deshalb mache ich das alles jetzt ein bisschen anders und werde jetzt erstmal nicht alle Fahrzeuge jetzt mitnehmen. Aber ich erzähle euch gleich mal ein paar mehr Details, warum ich jetzt diese Fahrzeuge mitnehme und welche ich mitnehme. Das werdet ihr gleich alles erfahren. Auf jeden Fall, die Drehleiter kommen mit. Die wurden natürlich auch schon über Funk eingeladen. Also die wurde zur Unterstützung angefordert. Dann auf jeden Fall noch der Wechsellader. Der darf natürlich nicht fehlen. Gerade jetzt bei so einem Einsatz finde ich das sehr, sehr wichtig, dass wir auch einen Atemschutz-Gefahrgut-Abrollbehälter haben mit einem WLF. Dann kommt unser neuestes Fahrzeug endlich mal zum Einsatz. Das jetzt hier gerade sehr, sehr dringend gebraucht wird. Und ich hoffe, das wird jetzt ja auch funktionieren, wie ich das im letzten Video gesagt habe. Genau, also man geht dort ran und dann kann man das eigentlich auch schon auf das Fahrzeug draufpacken. Würde man ein bisschen schräger ranfahren, dann würde der Container sozusagen schräg draufstehen. Das ist natürlich ein bisschen blöd, das sieht natürlich auch nicht schön aus. Deshalb, ihr seht ja auch schon, das passt auch gar nicht richtig rauf, aber es hält. Es hält wirklich, also das kann ich euch versprechen. Wir werden da schon irgendwie am Einsatzort ankommen. Ob alle Fahrzeuge am Einsatzort ankommen, das ist halt eine andere Frage, ne? Also da bin ich wirklich noch gespannt, ob das jetzt so richtig gut ausgehen wird. Na, mal schauen, ne? Auf jeden Fall kommt hier noch ein Rettungswagen mit, der darf natürlich nicht fehlen. Hat anscheinend jemand das letzte Mal vergessen, das Licht auszumachen. Ich werde wahnsinnig. Das kann ja nur ich gewesen sein. Ich bin ja eigentlich theoretisch der einzigste Mann auf der Wache. Komisch. Ich hätte schwören können, ich hätte das Licht ausgeschalten. Okay. Aber okay, das kann alles passieren. Wir sind nur Menschen, also wir machen natürlich auch Fehler. Nein, ich rede mich jetzt nicht raus. So, liebe Freunde, meine sehr verehrten Zuschauer. Zu diesem großen Einsatz fährt jetzt ein RTW, ein WLF, eine Drehleiter, ein Gerätewagen und ein HLF und als Führungsfahrzeug ein Einsatzleitwagen. Also ihr seht, das ist wirklich eine große Kolonie. Ein großer Zug fährt jetzt zu diesem Einsatz. Wünscht mir Glück, dass die Follow-Me-Mod jetzt auch so funktioniert, wie sie immer funktioniert hat. Und ich hoffe, die Fahrzeuge werden jetzt nicht irgendwie wieder wild und fahren irgendwie falsch. Ich fahre gerade falsch, merke ich. Ich muss ganz kurz drehen. Wir müssen ja in die Richtung. Wir könnten natürlich auch durch die Stadt fahren, aber das ist halt nur so ein kleiner Umweg. Deshalb, wir fahren mal lieber so rum. Damit wir erstmal über die Brücke fahren und dann sollten wir eigentlich auch schon am Einsatzort ankommen. Da kann man auch erstmal sehr deutlich sehen, dass die Follow-Me-Mod auch richtig gut funktioniert. Also, wer diesen Mod erfunden hat, muss ich wirklich sagen, also das habe ich wirklich, glaube ich, in keinem Video noch nie so richtig erwähnt, der ist wirklich tipptopp. Also das ist wirklich ein geiler Typ, der diese Mod erfunden hat. Also gerade die Follow-Me-Mod ist sehr wichtig für meine Videos natürlich auch, denn ab und zu benutze ich die ja auch oder halt auch in den meisten Fällen, wenn die Zuschauer das möchten, dann mache ich das natürlich auch. Deshalb, die Follow-Me-Mod ist wirklich eine gut gelungene Mod, die auch bisher, ich sag mal, gar keine Fehler hat. Ab und zu sind die Fahrzeuge natürlich schon ein bisschen buggy und fahren natürlich irgendwo gegen, wo sie nicht gegenfahren sollen. Aber man muss immer wieder sagen, es funktioniert. Und dadurch, dass die Mod auch kostenlos ist, das ist unvorstellbar eigentlich auch, dass Mods kostenlos sind, muss ich wirklich sagen,
Hut ab dafür. Das ist seine eigene Freizeit von diesem Modder, der diese Mod erstellt hat. Und deshalb, ich bin wieder wirklich jedes Mal überrascht über neue Mods, die natürlich kostenlos rauskommen. Also man könnte dafür auch deutlich Geld nehmen, auch wenn es nur ein paar Cent sind. Aber ich glaube, das lohnt sich auch. Aber trotzdem, sie sind kostenlos. Das muss man sich einfach mal überlegen. Deshalb überlegt man sich lieber zweimal, ob man über eine Mod lästert oder nicht. Also das ist jetzt meine Meinung. Wie eure Meinung dazu ist, das dürft ihr mir ja gerne mal in die Kommentare dalassen zum Thema Mods. Ob ihr genau der gleichen Meinung seid wie ich. Oder ihr sagt, ihr habt eine eigene Meinung. Dann schreibt mir das gerne mal unter diesem Video in die Kommentare. Alter, das sieht sowas voll genial aus, wie alle Fahrzeuge hintereinander ganz sauber und diszipliniert am Einsatzort eintreffen. Sehr, sehr schön, dass das so gut funktioniert. Ich bin wirklich baff gerade und sehr erstaunt, dass wir so gut hier eingetroffen sind. Das freut mich immer wieder, wenn das funktioniert. Sehr, sehr schön. So, wir werden uns jetzt erstmal so platzieren, damit wir... Oh, hala, eine Blondine... Damit wir erstmal unsere Fahrzeuge gut aufstellen können. Jetzt müssen wir erstmal klarkommen hier. Also wir haben jetzt so viele Fahrzeuge hier, das ist sehr, sehr krass. Aber ich schätze mal, das werden wir gleich mal hinbekommen. Denn wir haben natürlich jetzt auch ein Führungsfahrzeug vor Ort. Deshalb werden wir jetzt erstmal die Fahrzeuge ein wenig ordnen, damit wir hier erstmal Ordnung reinbekommen. Denn... Das wäre natürlich der größte Fehler, den wir machen könnten, dass wir erstmal alle Fahrzeuge kreuz und quer stellen und keiner weiß, wo was ist. Und zum Beispiel, deshalb machen wir das so, dass wir die Fahrzeuge alle am Einsatzort ordnen. Dann haben wir sozusagen einen klaren, deutlichen Überblick darüber, wie wir unsere Fahrzeuge stellen können. Und dann macht das natürlich auch mehr Sinn, wenn wir die so stellen, wie der Einsatzleiter das gerne hätte. So, und wir haben jetzt erstmal unser HLF, das frisch vom Ölwechsel gekommen ist. Das muss man immer wieder mal sagen. Das haben wir jetzt erstmal hier an diesen Brandherd gestellt. Das Fahrzeug wird erstmal dort stehen bleiben. Und der ELW wird sich hinten in die Ecke flanken und hier diesen Einsatz koordinieren. Der Gerätewagen, der kommt hinter das LF von der Nachbarfeuerwehr. Und dort neben werde ich dann auch mal den Wechsellader stellen. Das ist hier sozusagen die Gerätewagen-Ecke. Die Logistik-Ecke. Klappe runter, wunderbar. Ich glaube, das Fahrzeug hebt sich gleich wieder hoch. Nee, sehr schön, das funktioniert. Super. Na, siehst du, da haben wir schon ein bisschen Ordnung jetzt drin hier. So, hier lassen wir den Container runter. Das Fahrzeug, wenn wir denn irgendwie daneben stehen, wenn das noch passen sollte. Okay, jetzt würde natürlich auch hierhin passen. Dann lassen wir das am besten mal hier stehen. So, die Drehleiter wird sich erstmal auf die andere Seite wird sich auf die andere Seite stellen. Was war das denn gerade? Ich glaube, das wäre die beste Möglichkeit, damit wir das erstmal hier hinstellen. Da hat man gerade so einen kleinen Hänger drin gehabt. Also das passiert natürlich auch immer wieder. Das gehört einfach dazu. Wir positionieren unsere Drehleiter jetzt am besten mal hinter dem HLF. So,
und werden uns erstmal einen kleinen Überblick verschaffen aus der Höhe. Und ich glaube, das Halep steht hier ein bisschen zu dicht dran, ne? Das stellen wir uns erstmal so hin. Das sollte jetzt erstmal vollkommen ausreichen. Dann werden wir erstmal die Drehleiter ausfahren, bevor ich dann hier gleich zur Brandbekämpfung vorgehen werde. Also ihr seht natürlich auch, dass wir Steine hier dort neben zu liegen haben. Also das ist natürlich auch noch unsere Aufgabe, die ein wenig zur Seite zu schieben. Das wird sicherlich noch von der Einsatzleitung angewiesen, damit wir diese Steine entfernen müssen. Aber erstmal ist es die Aufgabe der Drehleiter, sich zu platzieren und sich auszufahren. So. Ich glaube, jetzt müsste ich den Leiterpark komplett ausgefahren haben. Problem ist, ich sehe das gerade gar nicht. Kann ich mal hier jetzt nach oben schauen? Das ist ja blöd. Ich bin halt irgendwie blind. So, aber es funktioniert. Wunderbar, wir haben sie komplett ausgefahren. Genau so wollte ich das ungefähr haben. Sehr, sehr schön. Also wir verschaffen uns jetzt auch mal einen Überblick von oben. So, Geräteraum, Pumpe aktivieren, ist aktiviert und dann switchen wir jetzt eigentlich nur noch rüber zum ELW. Hier wird jetzt erstmal die Markise ausgefahren, denn es ist immer wieder sehr wichtig, eine Markise hier am Einsatzort zu haben. Mein Gott, rede ich hier Müll. Aber nee, das ist immer so meine, weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Meine erste Aufgabe, wenn ich mit dem ELW am Einsatzort eintreffe. Sagen wir es mal so am besten, ganz kurz und knapp gesagt. So, und gerade hier auch bei Sonnenschein ist es sehr gut, auch wenn es vielleicht regnen sollte, dass wir eine Markise haben. Denn die Markise ist sehr schön. Jedes Mal freut mich das, wenn wir eine Markise haben am Einsatzort, am ELW natürlich auch. Es ist schön, dass wir das hier erstmal so gut hinbekommen haben. Der Rettungswagen sollte natürlich auch nicht fehlen, den werden wir uns erstmal hier an die Seite stellen. Neben den ELW und das WLF. So, hier können wir nochmal die Türen öffnen, damit wir auch hier sehr schnell an das Fahrzeug rankommen. Das sollte erstmal vollkommen ausreichen. Und wie wir das uns schon gedacht haben, soll jetzt ein Unternehmen zu diesem Einsatzort kommen und die Steine beräumen. Also die sollen sozusagen zur Seite, was ist das jetzt, geräumt werden. Auf einmal piept es hier. Was war das? Niemand ist sich gerade bewusst, was das für ein Geräusch war. Das hat sich schon sehr, sehr, sehr komisch angehört gerade. Frag mich bitte nicht, liebe Leute, was das gerade war. Also ich bin gerade so ein bisschen geschockt, muss ich mal sagen. Also es ist ein Kühlturm. Also das muss man sich auch mal gerade vor Augen halten. Ich verstehe es trotzdem gerade nicht, was das für ein Geräusch war. Man hört ja auch sehr, sehr laut die Generatoren laufen. Und laut Informationen hier von Kameraden, die hier neben diesem Brand standen, ist dieser Brand erstmal unter Kontrolle. Oben wird natürlich immer noch mit zwei Strahlrohren in den Kühlturm gehalten. Also es wird natürlich immer noch von oben gekühlt und dieser Brand eingedämmt. Also von außen sieht man erstmal gar nichts mehr. Das ist natürlich wunderbar, dass wir das erstmal so schnell hinbekommen haben. Und wie gesagt, das Unternehmen wird jetzt erstmal zu diesem Einsatzort ausrücken. Natürlich auch von der Feuerwehr ein LKW. Und hinten drauf ein kleiner JCB, der für diesen Einsatz gerade geschaffen ist. Der kommt natürlich in jede Ecke. Und ist dann natürlich gerade für solche Einsätze gut geeignet. Weil die Größe halt natürlich passt, ne? Da braucht man nicht unbedingt immer so einen richtig fetten Radlader oder Bagger. Da reicht auch locker fluffig so eine kleine Ameise hier, so ein kleiner JCB. Das ist ja auch schön, ein deutscher LKW, ein deutscher Feuerwehr-LKW mit einer französischen Sirene. Sehr, sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. Hört sich schon ein bisschen merkwürdig an, aber es ist mal was anderes, muss ich mal dazu auch sagen. Also ist trotzdem cool, ne? Also
ist mal ein bisschen Abwechslung jetzt hier bei diesem Einsatz in meinen Videos. So, und jetzt bräuchten wir erstmal so einen kleinen Platz, wo wir uns hinstellen können. Ich glaube, das werden wir erstmal hier hinten machen. Wir stellen uns hier in die hinterste Ecke. Und werden das erstmal den JCB klar Schiff machen. So, los geht's. Der Räumungsdienst ist vor Ort. Wir werden jetzt erstmal mit den JCB dort zu den Steinen fahren. Das ist wirklich schon niedlich. Guck mal hier, wir passen sogar hier in die engste Lücke. Genau das meinte ich. Gerade, oh, warte, wir passen nicht durch, doch. Gerade für solche Einsätze ein JCB sehr, sehr wichtig. So, wir werden die Steine erstmal probieren, irgendwie in die Ecke hier zu befördern. Das klappt ja erstmal sehr, sehr gut auf den ersten Blick, aber wir haben natürlich auch die Probleme, dass es zum Teil sehr, sehr große Steine sind, die hier von der Fassade abgeprallt sind oder abgebrochen sind. Aber wir müssen das natürlich alles sehr, sehr langsam angehen, denn ich glaube, das sollte dann auch schon irgendwie funktionieren. Guck mal hier. Wenn man das langsam macht, dann funktioniert es. Dann kann man die einfach rüberkullern. Das geht schneller, als man gedacht hat. So, dann haben wir jetzt hier noch einen etwas kleineren Stein. So, sehr, sehr schön. Das hat ja wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Die Steine sind jetzt erstmal geräumt und die Einsatzkräfte vor Ort werden sich jetzt erstmal diesen Kühlturm genauer anschauen. Denn die Gefahr ist jetzt erstmal beseitigt. Warum ich sage erstmal? Also man sieht jetzt deutlich keinen Brand mehr, nicht mehr von oben und nicht mehr von der Seite. Trotz alledem sind ja Steine abgebröckelt von der Fassade. Laut Informationen des Betreibers sieht es wirklich so ähnlich aus, als würde dieser Turm gesprengt worden sein. Also wir haben hier wirklich gerade ein paar Probleme, die natürlich jetzt für uns sehr, sehr neu sind. Also wir sind natürlich jetzt nicht dafür ausgebildet worden, um Reaktortürme oder irgendwelche Kühltürme hier irgendwie zu bewirtschaften oder irgendwie damit richtig umzugehen. So ist natürlich nicht. Deshalb haben wir immer wieder Fachleute vor Ort, die natürlich sich das erstmal anschauen. Also anscheinend muss da irgendwas explodiert sein dort drin. Also nach einem technischen Defekt. Das hatte ich ja schon zu Beginn dieses Videos gesagt. Und dadurch hat sich das irgendwie kreuzigt oder irgendwie, ich weiß nicht, wie genau das passiert ist. Und vielleicht hat sich das irgendwie nicht vertragen und auf einmal hat es Peng gemacht. Also so kann man sich das ungefähr vorstellen. Das hat sich anscheinend so entwickelt, dass es eine kleine Explosion gab. Also Explosion hört sich jetzt auch ein bisschen übertrieben an. Also Explosion in einem Kühlturm. Es sind ein paar Steine von der Fassade abgeprallt. Es kam dadurch durch einen technischen Fehler, durch einen kleinen Brand, der natürlich sehr schnell unter Kontrolle gebracht worden ist. Also wir haben wirklich von unserer Feuerwehr alles möglich getan, was wir konnten. Wir haben diesen Einsatz erstmal erfolgreich abgeschlossen und weitere Einsatz klärt dann hier eine Spezialfirma, die sich dann diesen Kühlturm genauer anschauen wird. Und für uns ist die Aufgabe hiermit wunderschön erstmal erledigt. Wir haben diesen Einsatz erfolgreich abgeschlossen. Tja, und das heißt für uns abrücken und warten auf den nächsten Einsatz. Wir bedanken uns bei der Freiwilligen Feuerwehr Göppingen. Ich hoffe, ich habe das jetzt wieder richtig ausgesprochen. Ich glaube, Göppingen war richtig, dass die so schnell vor Ort war und das waren natürlich auch die ersten Fahrzeuge mit einem TMB und einem LF-Cut-Schutz. Da wirklich sehr Glück gehabt, dass die ersten Kameraden vor Ort waren und diesen Brand erstmal unter Kontrolle gebracht haben. Also sie haben es natürlich probiert und mit der Berufsfeuerwehr von Wasser zusammen haben wir diesen Einsatz dann erfolgreich abgeschlossen.
Liebe Freunde, das war der nächste Großeinsatz hier im Landwirtschaftssimulator 17. Also das ist wirklich jetzt ein krasser Einsatz gewesen, fand ich persönlich. Wie fandet ihr denn diesen Einsatz? Schreibt mir das mal ganz kurz und knapp in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr das machen würdet. Und lasst mir gerne, wenn ihr schon dabei seid, einen Kommentar unter diesem Video zu schreiben, einen fetten Daumen, also einen fetten Like da. Und dann sehe ich natürlich auch, dass ihr noch weitere Folgen sehen möchtet. Und an dieser Stelle, ich bedanke mich fürs Einschalten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Video mit dabei, wenn es heißt, nächster Einsatz in Wasse. Liebe Freunde, das war's von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen oder einen schönen Tag. Also wie oft ich das gesagt habe zum Schluss eines Videos, heftig. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.